Moin und willkommen zurück zu Planet Crafter. Und wir sehen es, wir haben gleich 12% oder wir sehen es nicht wirklich, weil draußen gerade die Einschläge sind. Wir gucken mal ein bisschen. Neuer Bauplan, Nahrungszüchter, sehr, sehr gut. Das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, dass wir hier die Reihe noch fertig bekommen irgendwie. Es hieß auch, ich kann die draußen bauen. Ich bin mir gar nicht sicher, habe ich das nicht getestet? Und es ging nicht. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, hier passen noch zwei Stück hin, das machen wir. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu diesem Raumschiff hin. Schauen, dass wir da alles rausbekommen. Gehen vielleicht einmal außen rum, vielleicht finden wir nochmal eine goldene Kiste. Und ja, das ist so der Plan. Ich brauche als allererstes mal ganz wichtig, ich brauche Nahrung. Ich nehme erst die gleich mal, Wasser nehme ich mit. Und das ganze andere Zeug schmeißen wir mal kurz in die Taschen rein. Ja, wir haben ja hier noch zwei Samen, dass wir die auf jeden Fall noch in Sauerstoff umwandeln. Halt, das Eis lasse ich hier. Dann kommst du weg und du weg. Und aus dem Eis machen wir jetzt mal fix noch Wasser. Habe ich jetzt das Eis? Moment. Du bleibst da. So. Ich würde sagen, eine Wasserflasche reicht, oder zu mitnehmen, ja. Lassen wir auch das Kobalt mal noch da. Beziehungsweise wir holen noch einen Kobalt oder noch ein bisschen mehr Kobalt und machen noch ein paar Sauerstoffflaschen. Ja, zwei Sauerstoffflaschen sollten wir noch machen und dann haben wir auch ein bisschen Puffer. Das größte Problem wird wahrscheinlich dann eh das Inventar sein, aber Border T2, okay, wir haben viel zu tun. Aber ich würde tatsächlich erstmal gerne die kleine Tour gehen. Wir haben auch nicht mehr so krasse Probleme mit dem Sauerstoff. Wir haben 280 Sekunden, glaube ich, sind es. Das passt schon. So, 13% gleich. Ja, es geht schon immer schneller. Das ist schon gar nicht so schlecht. Beziehungsweise, Moment mal. Wir machen nochmal Sauerstoff und nochmal Sauerstoff. Wir gucken mal ganz kurz. Bohrer T2. Eisen, Titan. Okay, der braucht aber auch 5 Energie. Wie viel haben wir denn noch? Ah, das könnten sie gleich auf dem Bildschirm draufschreiben. So muss ich jetzt immer drauf gucken. Noch mehr als ausreicht. Passt. Und Nahrungszüchter. Vielleicht machen wir das davor noch. Aluminium und Eisen haben wir da und brauchen eine Wasserflasche. Ne, wir haben kein Aluminium mehr da. Wo ist denn das jetzt hin? Egal. Dann gehen wir jetzt erst die Tour, was soll's. Dann finden wir ein bisschen Material und alles ist gut. Gut, oben rechts 23.000 TI. 165.000 brauchen wir für die erste Phase. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht schaffen. Ja gut, ich weiß nicht. Ich kann es schlecht einschätzen, wie stark dann die Zahl hochgeht, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Gebäude bauen. Wir gucken uns als allererstes mal das Schiff an. Gründlich. Mehr oder weniger gründlich. Und wir gehen mal hier lang. Und wir nehmen jetzt einfach mal alles mit. Ich will auch die Kisten wegmachen, weil sonst schaue ich mir die noch 10-mal an. Es passt. Hier ist noch eine. Ja, das mit dem Abrissmodus habe ich noch nicht ganz so drauf. Oh, das bekommen wir auch hin. So, wahrscheinlich ist das Inventar eh gleich voll. Ich muss halt immer switchen zwischen Abrissmodus und dass ich die Kisten aufmachen kann. Das ist ein bisschen störend. Wir nehmen jetzt einfach alles mit. Hier ist auch noch Aluminium. Sehr gut. Da werden wir wahrscheinlich sogar nochmal rein müssen. Den Ofen bauen wir ab. Schaut jetzt aus. Zwei Plätze haben wir noch. Ja, das war's. Hier ist irgendwas Wichtiges drin. Die Festplatte nehmen wir mit. Dann hau ich. Das Iridium brauchen wir irgendwie zurzeit eh nicht so viel. Und die Festplatte mit. Was haben wir hier? Da brauche ich ein. Okay, T2 gibt es ja auch noch zum Zerleger. Doppelbett. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben einiges zu tun. Vorausgesetzt, ich komme hier raus. Und mein Sauerstoff.
Dann lohnt es sich jetzt fast gar nicht mehr, einmal außen rum zu gehen, tatsächlich. Schade, schade, schade. Immer noch ein bisschen Eisen mit. Eisen kann man immer gebrauchen. Ja, dann müssen wir halt nochmal her. Aber das Schiff ist dann bald leergeräumt. Wir bauen jetzt erstmal die ganzen Sachen, vorausgesetzt, wir können sie bauen. Aluminium haben wir jetzt ein bisschen dabei. Ja, der Nahrungssammler wäre schon nicht schlecht. Weil das ist wirklich das Einzige, was wir aktuell noch überhaupt nicht selber herstellen. Die Frage ist, wo machen wir das? Wir werden hier eh mal alles erweitern müssen. Was habe ich noch hier drin? Ist auch noch so Zeug drin. Wir haben noch einige an Pflanzen. Naja, gut. So, als allererstes mal die Festplatte. Falsch. Hier. Oder den Chip. Recyclingmaschine. Okay. Ja, aber ist das nichts anderes, wie wenn ich selber abbaue? Vor allem, die braucht 12,5 Energie. Das ist viel. Weil sehe ich mich jetzt noch nicht, bin ich ehrlich. Oder ich habe es noch nicht verstanden. Aber wir machen mal die Nahrungszüchter. Ja, die machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir machen jetzt mal hier hin. Und eine Erfolgsfrage schalten. Ich habe es mitbekommen, das bekommt ihr auch mit. So, und wie läuft das jetzt hier ab? 15 Kilowatt brauchen die. Okay, die Wahrscheinlichkeit, den Samen zurückzubekommen, zu 100%. Und da steht sogar eine Wachstumsrate. Nicht schlecht, 31%. Naja. Dann den Bohrer. Können wir sogar direkt bauen? Den klatschen wir einfach zu den anderen Bohrer. Der ist schon viel größer. Ja, es geht. Ja, doch, obwohl. Sehr gut. Produzierst du eigentlich noch irgendwas anderes außer Nahrung? Nee. Immer noch 33%. Wahrscheinlich geht es dann immer so stückweise. So, ich hätte gerne auf jeden Fall hier noch zwei von diesen Dingern. Wir brauchen sehr viel Eis und Magnesium. Aber Magnesium müsste ich noch eins da haben. Und Eis. Okay, gut. Eis ist kein Problem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Durst geht ein bisschen schneller runter. Oder ich könnte mich auch täuschen. Also ich weiß nicht, Betten, das ist wirklich bloß Deko, oder? Also die haben keinen Sinn. Oder heile ich mich dadurch? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Also, dann hauen wir nochmal zwei von den Dingern her. Jetzt fehlt mir noch Magnesium. Mist. Ah, das liegt auch überall rum. Wie eigentlich alles. Da kann ich gleich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich will auch gerne mal so ein bisschen in die Richtung dahinter gehen oder in die Richtung. Ja. Dass wir hier mal so ein bisschen aus der Homebase rauskommen. So, ungefähr das ist das gleiche, es passt wunderbar. Buffersamen hauen wir da jetzt rein. Am besten die besten. 150 und 200. Also die alten tausche ich jetzt nicht aus. Sollte man wahrscheinlich eigentlich machen. Hier ist nichts mehr drin. Hier nochmal 200%. Wunderbar. Ja, wahrscheinlich sollte man die alten austauschen, aber egal. Da werden eh noch so viele von den Dingern kommen. So, ich guck mal ganz kurz, wie am Strom. Wir haben jetzt echt viel verbraucht. Wir haben nur noch 0,95. Also das heißt, wir sollten irgendwann mal, und zwar mit irgendwann mal meine ich jetzt, eine Solaranlage bauen. Kobalt, Kobalt. Das können wir mitnehmen. Dann nochmal einen Schluck trinken. Und essen. Oder andersrum.
Das ist Sauerstoff. Verdammt, ich habe gar nichts zum Trinken dabei. Also noch zweimal Kobalt ist auch kein Problem. Dann haben wir wenigstens wieder Strom. Und dann, da hinten liegt schon was. Oder mal in die Richtung. Es gibt so viel zum Entdecken. Da hinten ist aber, glaube ich, Eis. Nee, schaut bloß so aus. Exoskelett T2. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, Leute. Eisen kann man immer brauchen. Ich würde gerne auch meine Base ein bisschen erweitern. Eisen. Oh, das ist ja ein Eisenparadies hier. Doch auf jeden Fall noch einmal Kobalt. Jetzt ist die Tasche eh voll, oder? Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Ja, das ist schon praktisch, dass wir den Sender oben drauf haben, dass wir immer sehen, wo die Base ist. Ich meine, hier geht's noch, aber wenn wir dann weiter weg sind, schaut halt doch noch alles ziemlich gleich hier aus. Gut, wir setzen jetzt oben die Solaranlage und dann gucken wir mal, wie es mit der Forschung weitergeht. Ich finde das so angenehm, dass wir keine Kabel setzen müssen. Tatsächlich. So. Weil ich den Abrissmodus drin hatte. Ah, ja gut. Wir bauen es wieder hin. Die Leiter. Gut, jetzt kann ich nämlich einfach nach oben gehen und wieder nach unten gehen. Das ist wunderbar. So, wie schaut es jetzt hier aus, Kollege? 49%. Es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen. Da werden wir wahrscheinlich mehrere davon brauchen. Definitiv. So, also wir haben freigeschalten. Eins nach dem anderen. Beweglichkeitsstiefel T2, die haben wir. Richtig? Richtig. Und dann haben wir Exoskelett T1. Und hier haben wir das T2. Dazu brauchen wir Titan, Silizium, Magnesium. Und hier haben wir nichts mehr drin und hier auch nicht mehr. Okay. Titan, Silizium, Magnesium. Mal gucken, ob ich das mit meinen zwei Gehirnzellen gemerkt bekomme. Platz. Ja, ich sollte nicht so viel Müll noch einsammeln. Da unten wäre eine Kiste. Also Magnesium, das ist Titan. Und das könnte hier, das ist Eisen. Und das hier ist Silizium, richtig? Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, erweitern wir gleich noch die Base um eine Reihe nach hinten. Also in die Breite brauchen wir eigentlich nicht mehr gehen, vor allem weil da eh Fenster sind, macht ja gar keinen Sinn. Könnt ihr die natürlich wieder wegmachen. Das wird wahrscheinlich auch nicht die einzige Base bleiben. Gehe ich fest von aus. Exoskelett, jawohl. Jetzt habe ich noch eine Reihe. Jetzt könnten wir tatsächlich Mikrochip, Abbaugeschwindigkeit T1 und T2 machen. Da brauchen wir jetzt zweimal Silizium, einmal Magnesium. Aber davor verballere ich mein Eisen noch ein bisschen. Das stört mich tatsächlich, dass ich jedes Mal ins Baumenü gehen muss und es neu auswählen. Es geht bestimmt auch irgendwie anders. Wir brauchen sehr viel Eisen. Ich habe nämlich eine kleine Idee, dass ich. Das ist natürlich jetzt total versetzt. Das ist jetzt schlecht. Gleich, Moment. Jetzt, man muss immer aufpassen, dass die Kette da ist. Das Kettensymbol. Also ich hätte gerne, weil hier haben wir, steht das Gebäude so ein bisschen über, dass wir hier noch eine Reihe Foundations hinsetzen. Und davor, dann stehen hier die Foundations über. Und dann können wir davor irgendwie solche Pflanzdinger oder irgendwas draufstellen, dass das alles seine Ordnung hat. So, wir machen jetzt mal. Okay. Also, ich habe schon wieder vergessen, was ich brauche. Cool. Silizium, Magnesium und so weiter und so weiter. Wir gehen einfach mal los. Um einen Sauerstoff. Also das ist schon gut, dass wir jetzt wirklich Platz haben. Oh, ganz wichtig, Aluminium einfach so gefunden.
Wir haben noch ein bisschen Platz. Ich würde gerne, bevor wir jetzt gleich zurück müssen, die Taschen voll machen. Einen haben wir noch. Dann gucken wir mal. Wir müssen eh ein bisschen Wasserflaschen und so Zeug machen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie er oben, also oben rechts beim Terraforming Index, wie wir es gestartet haben heute. Aber ich glaube, wir haben schon wieder fast das Doppelte. Kann das sein? Also wir waren bei 11, 12%. Ja, das geht schon ordentlich vorwärts. Also. Silizium fehlt mir noch. Aber ich kann Wasserflasche machen. Noch eine. Dann hau ich mal. Eine trinke ich gleich. Es wird ja nicht ganz aufgefüllt, wenn man sie trinkt. Dann habe ich eine dabei. Zwei Sauerstoffkapseln habe ich am Start. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einmal Silizium. Zweimal Silizium. Und die Legierung habe ich hier, okay. Ja, Silizium ist immer ziemlich ekelhaft. Das schaut sehr ähnlich aus wie das Eisen. Aber da hinten, das könnte. Nee, das ist Titan und Magnesium. Oh, Aluminium. Sehr wichtig. Jetzt habe ich wieder keinen Platz mehr. Mist. Schmeißen wir, komm, ich schmeiße einen Titan weg. Halt. Es ist ja nicht weggeschmissen, es liegt ja da bloß. Für immer wahrscheinlich, aber es liegt da. Ich glaube, dass der Bohrer schon ordentlich Work macht. Und jetzt die zusätzlichen Pflanzendinger. Schaut jetzt hier aus, Kollege. 67%. Ich muss die Taschenlampe jetzt dann ausmachen, das blendet ziemlich. Ja. Schon wieder ein Einschlag. Heftig. Also gut. Eigentlich hatte ich ja gedacht, okay, Abbaugeschwindigkeit minus 10%. Man baut eh sehr schnell ab, habe ich das Gefühl. Ja. Jetzt haben wir es. Zack. Und dann noch gleich den T2. Da brauche ich die Superlegierung. Die habe ich auch noch einmal tatsächlich bloß, oder? Kann sein. Dann setzen wir den an. Sehr gut. Wir haben noch drei Slots frei. Moment, was habe ich denn eigentlich da hinten drin? Auch nochmal eine Superlegierung. Okay. So, jetzt haben wir hier alles. Dann gucken wir ganz kurz ins Baumenü. Was könnten wir denn brauchen? Nochmal einen Ofen. Silizium. Ja, okay. Dazu müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen erweitern. Kann ich ganz zufällig nochmal eins davon bauen? Auch nicht. Sondern, während die Einschläge da sind, gucken wir jetzt mal, wie es hier weitergeht. Also, wir sind. Weiß auch nicht, warum das immer da rüber rutscht. Also, die Betten haben wir gerade freigeschalten. Als nächstes kommt der Schrank. Das wäre geil. Bei 50.000. Wir sind bei 42.000, 43.000. Das ist gut. Dann haben wir hier Vegetube T3. Das ist natürlich auch geil. Bei 30.000, das müssten wir auch bald haben. Dann bei der Wärme kommt der Bohrer. Das dauert noch bei 21. Da sind wir bei 12. Und bei Luftdruck kommt Wohnabteil Glas. Bei 4. Das dauert auch noch ein bisschen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was damit gemeint ist. Wir machen jetzt mal kurz das Gebäude noch fertig. Fehlt mir eh wieder was, oder? Nee, nee, nee. Gut. Einmal Titan. Das ist das, was ich vorher habe liegen lassen. Aber das liegt hier rum. Wir brauchen unbedingt die Schränke. Und dann werden die beschriftet. Sehr gut. Nochmal Aluminium. Aluminium ist immer gut. Eisen ist auch gut. Magnesium. Wir nehmen alles mit. So, und jetzt kommt hier unten drunter nochmal eine Reihe von Foundations. Ja, jetzt habe ich hier drauf einen Vorsprung. Und darauf können wir irgendwas bauen. Irgendwann mal, wenn ich Eisen habe. Ich würde aber gerne nochmal tatsächlich Silizium und Eisen holen. Dann baue ich nochmal eine zweite Heizung. Strom haben wir genug, oder? Ja.
Was war es jetzt? Silizium und Eisen, oder? Ja. Oh, hier ist auch schon wieder Aluminium. Aluminium muss ich auch mal einlagern. Halt. Gut, wunderbar. Kobalt ist wichtig für Sauerstoff. Ja, langsam wird doch die kleine Base hier. Dann füllen wir nochmal unsere Vitalwerte alle auf. Ich habe hier ein bisschen Platzmangel, das stört mich. Ich würde das gerne oder ungern alles durcheinander bauen. Also ich weiß nicht, wie viel ich von denen brauche, aber anscheinend ja, schon ein paar. Eigentlich kann ich nicht abreißen, oder? Komm, wir reißen das alte Zeug ab. Moment, ich muss mal ganz kurz Inventar leeren. Und setzen wir eine zweite Heizung her. Ja, ein bisschen ausrichten. Schaut gut aus, oder? Ja, wunderbar. Schön kuschelig warm. Dann Sauerstoff. Sauerstoff. Sollte erstmal reichen. Dann mache ich nochmal Wasser. Also das Problem ist tatsächlich nicht unsere Überlebenschancen, sondern das Inventar. Und dann haue ich jetzt hier alles rein. Und hier ist es ein bisschen durcheinander. Wir brauchen echt mal Lagersystem. Gut, ich brauche auf jeden Fall keine drei Wasserflaschen. Ich nehme noch. Und sicherheitshalber mal eins. Mit Sauerstoff haben wir seit mega viel. Brauchen wir auch nicht so viel, bin ich ehrlich. Zwei Stück reichen noch zusätzlich. Dann gehen wir jetzt nochmal in das Schiff rein, machen das leer. Und wenn bis dahin die Taschen immer noch nicht voll sind, hoffe ich jetzt einfach mal, gehen wir einmal um das Schiff rum. Und währenddessen können ja die Heizungen und so weiter können ja. Oh, Aluminium. Die Heizung und die Atmosphäre ein bisschen aufwärmen, das passt schon. Sollte ich vielleicht hier auch mal. Komme ich da hoch? Gucken wir in der goldenen Kiste. Aber hier ist keine, oder? Nee. Wahrscheinlich auch nicht überall. So, da links waren wir schon. Schrank. Genau, hier müssen wir noch her. Dann machen wir dich weg. Dich weg. Und hier war die Festplatte drin. Auch weg. Und dich kann ich noch nicht abreißen. Brauche ich den Abreißer T2. Gut, dann ist das Schiff clean, bis halt auf, dass wir die Sachen noch abreißen können. Und wir haben auch noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir gehen jetzt einmal aus und hier liegt nämlich eine Kiste. Die Kisten würde ich gerne tatsächlich alle leer machen, damit sie weg sind, weil sonst stehe ich da noch 10-mal. Ich nehme mal gleich ein Sauerstoffding, bevor ich das vergesse. So, hier hinten war ich noch nie. Jetzt ist es halt praktisch, dass wir die Anzeige haben, den blauen Punkt, wo ich wieder hin muss. Weil das schaut aus wie so ein kleines Labyrinth, habe ich das Gefühl. Aber es beschränkt sich tatsächlich, jetzt eine Kiste, nur auf diese paar Ressourcen hier. Finde ich, reicht auch. Da kommt bestimmt noch das eine oder andere hinzu. Chip. Ja, den müssen wir jetzt erstmal liegen lassen, weil sonst sind wir können sie leer machen, aber dann haben wir. Können wir die Kiste nicht abreißen? Wir gehen mal lieber noch ein bisschen rum. Das Raumschiff oben müssen wir auch noch machen. So, hier ist zu, aber das schaut aus, als wenn man das irgendwie wegmachen könnte. Nee, doch nicht.
Hier ist eine Kiste, sehr geil. So, und jetzt sind wir eh voll. Ja, muss immer beim Einsammeln so ein bisschen die Prioritäten, ne? Einhalten oder setzen. Ja, genau, von da sind wir gekommen. Oder von da in der Art zumindest. Ja, so, da müssen wir da hinten auf jeden Fall nochmal durch. Also wir müssen eh überall hin, aber vielleicht gehen wir erst dann mal woanders hin. Schaut doch gar nicht schlecht aus. Da oben müssen wir auch nochmal hin. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt das Eis schon geschmolzen ist, aber ich glaube, es dauert noch eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, jetzt am Anfang schon das ganze Uranzeug einzusammeln. Ich meine, irgendwann brauche ich es und dann muss ich suchen. Aber es nimmt schon sehr viel Platz weg. Also, wir haben neu. Großer Lagerbehälter, sehr geil. Wir machen mal hier so. Eigentlich ist es ein Schmarrn. Moment. Gewurschtfingert. Eigentlich müssten wir es tatsächlich hier hin machen. Neben dem Bauding. Sonst laufe ich immer eine Million Mal. Wir machen das anders. Ich mache mal ganz kurz meine. Shit. Ich brauche noch mal eine normale Kiste. Und da hau ich jetzt einfach mal kurz alles rein. Die Chips lasse ich da natürlich, logisch. Die können wir gleich weiter verwenden. Abbaugeschwindigkeit T3, okay. Wohnabteil Ecke. Oh, nicht schlecht. Cool. Man sieht leider nicht so einen Geist, wenn man, also ihr wisst schon, wie ich meine. So eine Geistervorlage, wenn man das Material nicht hat. Man muss es wirklich erst alles haben. Also, dann kommst du weg. Haben wir aktuell gar keine Heizung. Und dann würde ich sagen, die Heizungen machen wir. Ja, die machen jetzt einfach mal hierher. Ah, okay, ich glaube, mit der Steuerungstaste behält er dann das ausgewählte Ding. Bauteil. Weil ich ja gerade eben gesagt hatte, ich finde es kacke, dass ich immer wieder ins Menü rein muss. Dann kommst du weg. Ah, ich muss erst das Inventar leer machen. So, Schrank. Wie viel Eisen, unglaublich. Das habe ich jetzt verbaut, oder? Ne, hier. Geil. Geil, 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 geil. Dann würde ich sagen, kann man das beschriften? Wir machen hier einfach Eisen etc. Da kommt jetzt das ganze Standardbauzeug rein. Also Aluminium, Iridium. Und so weiter. Da brauchen wir noch ein paar mehr davon. Eisen habe ich keins mehr, oder? Was liegt hier auf dem Boden? Weltraumnahrung. Da muss ich jetzt schnell noch ein bisschen Eisen suchen gehen. Dann zack, zack. Dann können wir gleich mal die Kiste unten auch noch wegmachen, dann ist die weg. Vielleicht sollte ich tatsächlich. Es gibt ja nicht allzu viele Materialien, Gott sei Dank. Jedes Material sortieren. Dann brauche ich aber ein großes Lager. Ah, das ist ja ein Eisenparadies hier unten.
So, eins geht noch. Machen wir mal Eismet. Passt. Ja, es geht schon ein bisschen schneller, oder? Das Abbauen, aber ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Also, bisschen Ordnung reinbringen und dann geht's weiter. Währenddessen, es wird ja alles währenddessen weiter produziert quasi oder erhitzt. So, auf jeden Fall noch einen dritten Strand dann irgendwann. Machen wir hier. Nahrung, wieder ein Monatteil. ETC, das heißt Kommunikationsantenne. Okay. Hier kommt alles rein, was irgendwie. Aber das hat doch nichts mit Nahrung zu tun. Aber das hier. Ein Beutel behalten wir mal. Beziehungsweise wir benennen es anders und machen das Überleben. Haben jetzt die Samen nicht wirklich was zu suchen? Und dann kommt hier alles andere rein. Das Eisen behalte ich jetzt mal. Dass ich einfach nur Platz habe. Ja, ist jetzt ein bisschen hin und her geschiebe, aber hilft dir nichts. Haus einfach alles rein. Wir sortieren es am Ende nochmal. Kann man gar nicht, egal. Oder gibt es jetzt Sortier-Button? Nee. Halt das Eisen behalte ich, das brauchen wir. Vielleicht sollte ich auch das Uran woanders hin machen. Ja. Bräuchte jetzt noch einen Schrank. Und dann sind wir eigentlich erstmal fertig. Kann ich sogar bauen, sehr gut. Aber da passt daneben. Passt da, bitte, 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 bitte. Ja, ein bisschen versetzt nach vorne, aber ist jetzt erstmal egal. Dann geben wir jetzt hier ein Spezial erstmal. Und hier kommt sowas rein wie das hier alles. Das Aluminium. Weiß ich nicht. Können wir eigentlich da hinten? Aber jetzt ein bisschen Ordnung drin. Ich bin zu dumm. Also. Dann schauen wir mal, wie schaut es mit den Foundations jetzt hier aus? Ich drücke mal die Steuerungstaste nebenbei. Ja, dann geht's. Mit der Steuerungstaste geht's. Okay, ich habe nichts gesagt vorher. Da muss ich nicht jedes Mal ins Menü reingehen. Aber wir haben noch jetzt freigeschalten eine. Hier. Silizium, Titan, Eisen. Also Eisen habe ich auf gar keinen Fall. Silizium, Titan. Wir haben sehr viel Aluminium wieder. Gut, dann gehen wir mal noch fixen Eisen holen. Ja, hier ist schon alles ziemlich ausgelutscht. Hier ist Eisen. Ja, Eisen kann ich gleich ein bisschen mehr holen. Also da brauche ich auf jeden Fall was. Da hinten auf jeden Fall Eisen. Ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Ne, das ist Aluminium. Wie das mit der Nahrungsproduktion läuft. Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. So, hier ist eine Kiste, die machen wir jetzt auch mal gleich weg. Und dann geht es irgendwann mal dahinter. Ich glaube, da oben ist nochmal so ein Raumschiff. Hier, man sieht so ein bisschen durch den Rauch durch. So, Kiste abreißen. Gibt nämlich auch ein Eisen. So, jetzt sollte es reichen, es ist dunkel genug.
Sowas nehmen wir natürlich mit, klar. Ja, und dann können wir mal gucken, was das nächste Interessante wird, das wir freischalten. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge dazu, wenn wir in der nächsten Stufe sind. Wir sind schon bei 70.000, also es fehlen noch ein bisschen mehr als 100.000, aber es geht jetzt schneller. So, kurz Sauerstoff. Oh, das ist aber groß. Das machen wir auch aufs Dach drauf. Habe ich noch Strom? Ja. Ja, was kann die jetzt? Schon wieder Einschläge, es sollte runtergehen. Mal ganz kurz durchlesen. Also, empfängt Übertragungen aus dem Weltraum in Kombination mit den Übertragungsbildschirmen verwenden. Bildschirmübertragungen. Haben wir noch gar nicht, oder wie? 1, 2, 3, 4, 5 Bildschirme. Wir haben 1, 2, 3, 4. Okay, es fehlt ein Bildschirm. Hey. Ach, das ist der Bildschirm. Wahrscheinlich, der unten in der Kapsel von Anfang an drin war. Dann brauche ich jetzt noch ein Magnesium. Haben wir mit Sicherheit. Sehr gut. Und ja, hier ist schon ein bisschen voll mit Bildschirmen, hä? Wie groß ist denn der? Ach, das ist bloß so ein kleiner Popelbildschirm. Hier geht das nicht hin, leider. Der muss auch auf dem Schreibtisch eigentlich. In der Wand geht das gar nicht, oder? Nee. Ja, das, so ist es. Es wackelt und wackelt und wackelt. So ist natürlich super doof. Ja, und so noch immer. Können wir irgendwie einen Tisch. Wir bauen mal einen kleinen Tisch. Titan. Oh, das ist das Einzige, was ich nicht habe, weil ich das die ganze Zeit liegen lasse, weil ich denke, man braucht das nicht so viel. Aber wir wissen ja, Denken und ich, das sind, ja, wir werden nicht die besten Freunde. Da hinten würde ich gerne mal hingehen. Aber ich weiß, dass hier einiges an Titan lag, zumindest mal. Eisen. Silizium sagt ja alles außer Titan. Nee, hier ist Titan. Da hinten war ich halt. Da hinten ist auch irgendwas. Müssen wir auch hin. Wir müssen überall hin. Ganz wichtig. So, mein Trinken geht gleich aus. Habe ich nicht dabei. Das muss ich mir angewöhnen, dass ich immer was dabei habe. So, wir müssen dann mal schauen, was wir da draufstellen. Aber vielleicht die Windräder, keine Ahnung. Oder die Pflanzendinger irgendwann mal. So, als allererstes nehme ich mir mal Überleben. Ha, ich reiß wirklich auf das Schild. Wir nehmen einen Sauerstoff immer mit. Wir nehmen immer zwei Sauerstoff mit, ein Wasser und ein Trinken. Und das Wasser benutze ich gleich. Das macht doch ganz voll, okay. Jetzt brauchen wir noch irgendwo den kleinen Tisch. Ja, so klein bist du gar nicht, gell? Aber der passt doch hierher, ja. Und darauf kommt jetzt der Bildschirm. Ja, wunderbar. Wir brauchen noch irgendwas dann für die Spezialdinger, für die Raketen. Okay. So, ich darf den Planeten nicht verlassen, bevor das Terraforming abgeschlossen ist. Das ist quasi so. Ja, die Story. Das ist der Anfang. Und dann haben wir jetzt hier. Weiß ich nicht, ob das ist so storybedingt alles. Interessiert mich jetzt nicht so. Aber wir haben es gebaut. So, jetzt schauen wir mal tatsächlich,
Wie lang brauchen wir noch für die Tube 3? Wo kommt sie? Ach, haben wir schon. Hier. Können wir es sogar bauen? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Können wir das draußen hinstellen? Ich weiß nicht, oder? Irgendwie. Ja, doch, wir können es schon hinstellen. Aber ich will es nicht so hinstellen auf dem Boden. Das geht auf gar keinen Fall. Aber auf die Foundation geht es auch nicht. Schade. Weil einfach so auf dem Boden finde ich nicht schön. Bin ich ehrlich. Können wir noch irgendwie was anderes machen? Glasboden, Moment mal. Achso, das ist dann bloß tatsächlich für innen drin. Schauen wir uns mal an. Vielleicht geht es ja doch irgendwie draußen, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ja, schaut doch gar nicht so schlecht aus. Dann stellen wir jetzt einfach hier. Also irgendwie das Gefühl, das will nicht. Steht da was dabei? Nee. Warum geht das nicht? Hier geht's tatsächlich. Draußen geht's. Ist das zu hoch? Nee, auf gar keinen Fall. Ja, schade. Das stört mich. Ja, weiß ich nicht. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal irgendwie anders machen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier bei Spezial haben wir noch irgendwas mit mehr als 100%. Die hier mitnehmen und hier hinten haben wir unsere geile Pflanze, die 600% Pflanze. Die nehmen wir raus, hauen die hier dafür rein und nehmen die 600% Pflanze und hauen die hier rein. Nice. Und wir haben keine Energie mehr. Das ist jetzt nicht so nice. Wir brauchen Magnesium, Kobalt, Kobalt, Aluminium. Magnesium, Kobalt, Kobalt, Aluminium. Wir haben doch alles da, Leute. Wir haben doch alles da. Ich muss hier nicht immer außen rum gehen, übrigens. Ich kann hier die Treppe nehmen. Ja, das Dach wird langsam voll, aber da geht schon noch was. Beziehungsweise, das geht. Dann machen wir das so. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich das Ding nicht drinstellen kann. Warum denn nicht? Jetzt geht's aber. Es geht der Sauerstoff ordentlich hoch. Nicht schlecht. Bohrer T3. Ich komme zu gar nichts mehr. Ich schalte zu schnell frei. Aluminium, Aluminium, Titan, Titan. Das Eis nehme ich mal mit. Und eine Wasserflasche mitnehmen. Halt, überleben. Ich habe gar keine Wasserflasche mehr. Cool, dann mache ich schnell welche. Ach so, ja, was wir mal schauen wollten. Was ist jetzt eigentlich hier los? Aha. Und dann wird es immer weiter produziert. Nicht schlecht, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr davon, weil das geht ziemlich langsam. Also Titan, Titan. Und ein Eisen. Und ich brauche auf jeden Fall wieder Eis fürs Wasser. So, Eisen. Ne, es war Lithium. Hier ist Eisen.
Ja, können wir mal die Taschen schnell voll machen, oder? Sehr gut. Also das Aluminium ist wichtig, das müssen wir echt immer mitnehmen. Ist wunderbar, wir sind voll. Ja, ich komme irgendwie jetzt aus der Base nicht raus, weil wir sehr viel produzieren und machen müssen immer. Aber nicht so schlimm, ist ja gut. Was mich tatsächlich stört, ist, dass ich das eigene Ding draußen hinbauen muss. Also wenn draußen, dann auf einer Foundation. Ihr kennt mich. Aber vielleicht... Weil wir können es ja wieder abreißen. Machen wir mal... Ich muss einfach mehr Platz sein, jetzt kann ich das Ding aber nicht mehr bauen, oder? Also sobald ich ein Silizium, ich teste das jetzt mal ganz kurz. Ohne zu sterben am besten. Ich will einfach die Foundation größer sein, aber glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, dass sie eh nicht so einen Sinn hat, dass es mehr Optik ist. Nee. Schade. Ja, ich weiß auch nicht. Er malt mir auch den ganzen Boden ein. Das passiert ja bei denen zum Beispiel hier nicht. Ja, komisch. Also, was wollten wir jetzt machen? Hab ich wieder vergessen. Was wollten wir jetzt machen? Ach, den Bohrer. Der muss draußen hin. Dann haben wir heute einen T2-Bohrer gebaut und einen T3-Bohrer. Der schaut aber geil aus. Ich glaube, das ist jetzt einer. Wir lesen mal ganz kurz. Ne, steht nichts dabei. Ich war ziemlich sicher, dass es Bohrer gab. Ich habe ich mal gesehen irgendwo, die mir auch Material geben. Zwar nicht viel, aber sie geben mir Material. Kommt eigentlich Schaden? Nö. Guck mal, wie jetzt das TI hochgeht. Geil. Und hey! Hey. Wir haben hier einen blauen Himmel. Aber obwohl wir den Meilenstein noch gar nicht fertig haben, aber es geht dann doch so übergangsweise und nicht Schritt auf Schritt. Geil. Cool. Dann. Ist so viel freigeschalten worden. Ja, ganzen Doppelbettzeug brauche ich nicht. Aber hier haben wir jetzt alles. Das ist ein Nahrungs. Züchter, dann machen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Genau, wir machen noch einen zweiten Nahrungszüchter auf jeden Fall. Also Eisen, ich und das Eisen. Vielleicht sogar zwei, hä? Samen haben wir genug. Dann brauche ich auf jeden Fall Aluminium. Aluminium habe ich, Entschuldigung. Und vielleicht noch ein bisschen Eis. Heizung T3. Iridiumstab, den haben wir. Geil. Perfekt, brauchen wir auch noch. Doch, auf jeden Fall ein bisschen Eisen, Leute. Voll. Okay, was bist du? Achso, das sind zwei ineinander, deswegen. Neue Mitteilung erhalten, aber der bleibt. Hey, das ist ja geil. Das ist ja geil. So, also man muss immer was machen. Man ist nie in einer Situation, wo es irgendwo mal heißt, okay, jetzt müssen wir warten. So, erstmal. Lesen hier. Überfliegen. Nennen wir es nicht lesen, bitte. Identifikation unbekannt. Also das ist quasi der Absender, wenn man so will. Okay, das ist ein Sektor mit Planeten.
Er wurde eines einer möglichen Kandidaten für eine zukünftige Koalition. Wollt ihr mich verarschen? Naja, wir werden sehen. Was wollte ich jetzt bauen? Heizung T3. Dazu brauche ich diesen komischen Iridiumstab. Den haben wir ja da. Den haben wir doch da. Dann machen wir erstmal ein bisschen Wasserflaschen. Ich habe so viel Eis dabei. Halt. Ja. Habe ich es getrunken? Ah ja, okay. Was zum Essen sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Oder mal essen. Beziehungsweise wir warten mal und essen später die Aubergine. Mal gucken, was das bringt. Also, Heizung T3. Die macht 28,5 Wärme. Und der hier macht 4,5. Aber der braucht auch 17,5 Energie. Was haben wir? Oh shit, ey. Brauche ich nochmal Kobalt? Kobalt oder Magnesium? Ich bin, also was ist das angeht? Kobalt. Von Hundertste ins Tausendste kommen wir schon wieder. Ach, das freut mich jetzt hier. Richtig schön geiler blauer Himmel. Schaut gleich ganz anders aus. Irgendwie viel freundlicher, wenn der Himmel blau ist. Das Problem ist, mir schmilzt das Eis hier irgendwann weg, was wir hier die ganze Zeit einsammeln. Aber wir produzieren ja jetzt eine Aubergine alle 2 Stunden, so ungefähr. Halt, ich brauche ja Strom. Wir gehen jetzt da hoch. Wir haben ganz schön den Stromverschleiß gerade. Und setzen den daneben, ohne runterzufallen vielleicht. Passt. Ja, und wenn wir die Heizung bauen. Heizungen brauchen schon viel Strom. Oh, die ist groß, aber geil. Jawohl. Die macht sogar, sehe ich gerade, Luftdruck. Mit Wärme und Luftdruck machen die das auch? Nein. Sehr gut, die machen 2 Sachen. Macht der Bohrer auch 2 Sachen? Vielleicht Wärme ein bisschen? Ja, tatsächlich, er macht auch Wärme. Und er auch. Und der T1 nicht. Okay, da muss ich ein bisschen drauf achten, tatsächlich. Und du? Nur Sauerstoff, aber dafür sehr viel. Also. Was hatten wir jetzt noch? Den Ofen, genau. Achso, wir brauchen Nahrungszüchter. Was fehlt mir für noch einen? Wasserflasche haben wir. Diese mal nicht trinken. Hier. Hätte aber auch gerne dahinter definitiv ein Fenster. Eisen brauche ich gleich noch, weil das schaut so dunkel aus da drin. So, was haben wir denn alles für? Wir haben nur. Nee, Quatsch, wir haben hier Kürbisse, Kürbisse. Wir nehmen mal Kürbis mit. Aubergine. Wir haben bloß das, oder? Da hinten sind die Kisten alle weg. Haben wir hier die. So, ich muss die sammeln dann tun, logischerweise. Wachstum 30%. 30%, okay. Wachstumsgeschwindigkeit 0,6. Wahrscheinlichkeit 100% den Samen zurückzubekommen. Also, ich brauche auf jeden Fall noch ein Eisen, weil ich da ein Fenster reinmachen will. Und dann testen wir auch gleich mal noch die Aubergine zum Essen.
Komm mal, gib mir ein bisschen mehr Eisen. Kobalt brauchen wir auch immer für Nahrung. Alles fliegt hier rum, alles. Außer Eisen. Da hinten. Nicht genügend Energie. Warum? Fragezeichen. Ganz kurz was testen oder was gucken. Nee, da steht jetzt nichts dabei, dass die Taschenlampe Strom braucht. Warum haben wir jetzt halt einen Energieausfall? Ist das tatsächlich so, dass die Solaranlagen nachts keinen Strom machen? Würde Sinn machen. Wir sehen auch, mein TI-Index geht nicht hoch. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. ,5 oder sind die einfach nur scheiße hingestellt? Nee. ,75, 3. Aber warum brauchen wir jetzt auf einmal. Ach so, die Nahrungszüchter vielleicht, ne? 45. Ihr spinnt doch. Aluminium. Ja, wir brauchen zurzeit ganz schön viel Aluminium. Es ist das Vorletzte, Leute. Deswegen immer wichtig, den Bums da einzusammeln. Es läuft wieder alles. Jetzt habe ich wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr für mein Fenster. Doch, ich muss eh ein bisschen mehr mit Fenster arbeiten. Das schaut ja schon besser aus. Gut, wir fressen jetzt mal so eine Aubergine und schauen mal. Oh, die bringt ja fast gar nichts. Das ist ja scheiße. Schon wieder nicht genug Energie? Was ist denn da los? Ich setze es mal auf der anderen Seite auch nochmal eine Foundation hin. Ja, vielleicht nicht vorm Fenster, hä? Eisen. Dann was trinken. Okay. Mist. Ah, hier war ich noch fast gar nicht. Das ist sehr gut. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Energie habe. Was brauche ich dafür nochmal? Ein Aluminium haben wir noch. Oh, hier ist es ein Traum. Ein Eisentraum ist hier. Aber Kisten sind ja kein. Also ich schaue es mal ganz kurz, ob es da hinten überhaupt weitergeht. Neue Mitteilung erhalten. Ja, ist klar. Da hinten ist eine Kiste, da gehe ich noch schnell hin. Wir werden auf dem Rückweg eine Sauerstoffkapsel nehmen müssen. Lass mal das Eisen noch hier. Da war ich auch noch überhaupt nicht. Ja, wir müssen tatsächlich. Die nehme ich gleich und dann nehme ich noch mal so ein Aubergine-Summit, weil dann brauchen wir viel mehr. Dann müssen wir auch noch unser Lager, das müssen wir größer machen, wenn wir da so viel davon brauchen. Ja, hilft nichts. Das ist schön.
Ich dachte, dass erst ab 175.000 TI dann auf einen Schlag das passiert, aber das ist so übergangsweise. Was ich eigentlich noch geiler finde. Ich bin super gespannt, was als nächstes kommt. Wir hätten es schon. Wir hätten es schon, würde der Strom ausreichen. Silizium und Aluminium müssten wir eigentlich haben. Können es auch eigentlich hier drauf stellen, tatsächlich. Aluminium. Silizium, ja. Das haben wir, also jetzt haben wir ein Aluminiumproblem. Wenn jetzt der Strom ausfällt, habe ich ein Problem. Kobalt und Silizium nochmal her. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Moment mal. Ich hau hier mal ein bisschen Eisen rein. Wir brauchen noch einen Kobalt, glaube ich. Ja. Das ist auch schon alles sehr weit weg. Da hinten ist noch eins. Und die Höhle würde ich auch gerne mal noch erkunden, komplett. Nicht genug Energie. Ja, das kostet mich jetzt alles Zeit, die ich nicht habe. Also. Das muss jetzt reichen, sonst habe ich wirklich ein Problem. Da muss ich mit Windrädern arbeiten. Die machen ja gar nichts an Strom. So, wir produzieren jetzt 117 Megawatt, Kilowatt. Ne, 134,8 produzieren. Wir haben jetzt noch 17 verfügbar, okay. Ganz genau. Was wollte ich jetzt noch machen? Die ist noch nicht ganz fertig, ne. So, mal wieder mein Inventar aufräumen. Also, wir nehmen das Eis mit. Magnesium. Dann machen wir daraus ein paar Wasserflaschen. Passt. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht. Wir müssen erweitern. Wir müssen erweitern. Das funktioniert nicht immer gut hier. Jetzt fehlt mir Eisen, oder? Nee. So, du kommst mal weg. Hier. So, wunderbar. Dann. Jetzt passt es. Jetzt fehlt mir schon wieder Eisen. Wir müssen es drin eh umbauen. Ach, das ist nervig. Ich darf an die Rückwand nichts hinbauen. Hier ist Eisen. Wir könnten auch mal noch ein bisschen in die Höhe bauen, tatsächlich. Das würde auch gehen. Ja, ganz genau. Dann kommst du jetzt mal weg. Und setzt dich. Dann wird das hier hinten das Heizungseck. Ich bekomme gar nicht alles wieder. Nee, Quatsch. Falsche Heizung. Oh Gott, das will. Ich dachte, ich habe jetzt das abgerissen und ich bekomme es nicht mal zurück. Wir haben eine neue Post bekommen. Mir ist gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich überfliege das immer bloß. Eine letzte Sache noch. Bla bla bla. Neuer Bauplan erhalten. Was ist denn jetzt los? Oh! Wir haben die Stufe erreicht. Blauer Himmel. Als nächstes geht's weiter mit den Wolken. Ja, geil. Was bist du jetzt hier? Aluminium, okay. Stelle neue fortschrittliche Werkzeuge und Baupläne her. Ah ja, aber da haben wir, brauchen wir sehr viel Aluminium, das haben wir nicht mehr.
Da müssen wir nochmal eine Tour gehen. Und ich glaube, also das Schiff ist ja hier leer, da müssen wir mal da oben nochmal reingehen, in das hier. Ganz genau. So, dann haben wir jetzt das. Biodom kommt bald, okay, bei 100. Wir sind bei 40 Wärme. Grasstreuer. Hier haben wir den Kernreaktor und hier oben ist dann Raketenstartplattform. Okay. Krass. Wie viel brauche ich denn jetzt? Das kann man jetzt leider nicht sehen, oder? Ich sehe bloß, wie viel Prozent ich habe. Nee. Naja, gut, dann ist das so. Ich trinke mal noch. Und essen. Essen macht nicht ganz voll. Aber die müsste jetzt eigentlich fertig sein. Und die Unverschämtheit immer noch nicht fertig. Da brauchen wir viel mehr. Da brauchen wir viel mehr. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.